Nachdem ich wiederholt mein Gewissen vor Gott geprüft habe, bin ich zur Gewissheit gelangt, dass meine Kräfte infolge des vorgerückten Alters nicht mehr geeignet sind, um in angemessener Weise den Petrusdienst auszuüben. Ich bin mir sehr bewusst, dass dieser Dienst wegen seines geistlichen Wesens nicht nur durch Taten und Worte ausgeübt werden darf, sondern nicht weniger durch Leiden und durch Gebet. Aber die Welt, die sich so schnell verändert, wird heute durch Fragen, die für das Leben des Glaubens von großer Bedeutung sind, hin und her geworfen. Um trotzdem das Schifflein Petri zu steuern und das Evangelium zu verkünden, ist sowohl die Kraft des Körpers als auch die Kraft des Geistes notwendig. Eine Kraft, die in den vergangenen Monaten in mir derart abgenommen hat, dass ich mein Unvermögen erkennen muss, den mir anvertrauten Dienst weiter gut auszuführen. Im Bewusstsein des Ernstes dieses Aktes erkläre ich daher mit voller Freiheit auf das Amt des Bischofs von Rom, des Nachfolgers Petri, das mir durch die Hände der Kardinäle am 19. April 2005 anvertraut wurde, zu verzichten, sodass ab dem 28. Februar 2013 um 20 Uhr der Bischofssitz von Rom, der Stuhl des heiligen Petrus, vakant sein wird und von denen, in deren Zuständigkeit es fällt, das Konklave zur Wahl des neuen Papstes zusammengerufen werden muss. Liebe Brüder, ich danke euch von ganzem Herzen für alle Liebe und Arbeit, womit ihr mir die Last meines Amtes getragen habt, und ich bitte euch um Verzeihung für alle meine Fehler. Nun wollen wir die heilige Kirche der Sorge des höchsten Hirten unseres Herrn Jesus Christus anempfehlen. Und wir bitten seine heilige Mutter Maria, damit sie den Kardinälen bei der Wahl des neuen Papstes mit ihrer mütterlichen Güte beistehe. Was mich selbst betrifft, so möchte ich auch in Zukunft der heiligen Kirche Gottes mit ganzem Herzen durch ein Leben im Gebet dienen. Als Josef Ratzinger vor fast 8 Jahren zum Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt wurde, da waren wir in Deutschland stolz auf unseren Landsmann, den ersten seit Jahrhunderten im Papstamt. Und wir haben ihm Glück und Kraft gewünscht für seine Aufgabe. Wenn der Papst selbst jetzt nach reiflicher Prüfung zu dem Entschluss gekommen ist, seine Kraft reiche nicht mehr für die Ausübung seines Amtes, so hat das meinen allerhöchsten Respekt. Er hatte eine schwere Entscheidung zu treffen. In unserem Zeitalter des immer längeren Lebens werden viele Menschen nachvollziehen können, wie sich auch der Papst mit den Bürden des Alterns auseinandersetzen muss. Benedikt XVI. Hat seine Entscheidung für seine Kirche und die Menschen in ihr getroffen. Ich erinnere mich heute, mit welchen Worten der frisch gewählte Papst den Menschen auf dem Petersplatz entgegentrat. Ich bin nur ein einfacher Arbeiter im Weinberg des Herrn, sagte er damals. Das zeigt die Bescheidenheit, mit der Benedikt auftritt. Und doch ist er viel mehr als ein einfacher Arbeiter. Er ist ein Hirte für mehr als 1 Milliarde Menschen. Er weiß, dass Kirche nur im Dialog mit der Welt gelingen kann und hat diesen Dialog geführt mit anderen Kirchen, mit anderen Religionen. Er hat die Beziehungen zu den orthodoxen Ostkirchen gestärkt, hat Juden wie Muslimen die Hand gereicht. Benedikt XVI. Ist und bleibt einer der bedeutendsten religiösen Denker unserer Zeit. Seine Bücher werden noch lange Menschen in ihren Bann ziehen. Ich denke heute an die Gespräche zurück, die ich in Rom anlässlich seiner Deutschlandsreisen mit dem Papst geführt habe. Ich denke an seine tiefe Bildung, sein Gefühl für die großen historischen Zusammenhänge und sein immer lebendiges Interesse an den Fragen der europäischen Einigung. Ich denke aber auch an den Menschen Benedikt, der auf seinen Reisen in Deutschland, ob in Köln beim Weltjugendtag oder in Berlin, Erfurt und Freiburg die Herzen der Gläubigen erreicht hat. Unvergessen bleibt mir die Ansprache, die der Papst im September 2011 vor dem Deutschen Bundestag hielt. Er beschrieb darin unsere grundlegende Aufgabe als Politiker, dem Recht zu dienen und der Herrschaft des Unrechts zu wehren. Es war eine Sternstunde unseres Parlaments.
Und die Worte des Papstes werden mich persönlich noch lange begleiten. Als Bundeskanzlerin sage ich Benedikt XVI. Danke für seine Arbeit und wünsche ihm von Herzen alles Gute für die nächsten Jahre. Für diesen historisch höchst seltenen Entschluss sind großer Mut und Selbstreflexion nötig. Beides findet meinen außerordentlichen Respekt. Ich finde in dieser Geste auch den Mann wieder, den ich vor kurzem erst bei einem langen Besuch persönlich kennenlernen durfte. Sein Glaube, seine Weisheit und seine menschliche Bescheidenheit haben mich tief beeindruckt. Für uns Deutsche hat dieser Papst eine besondere Bedeutung. Denn dass ein Deutscher die Nachfolge von Johannes Paul II. Antrat, war von historischer Bedeutung für unser Land. In Benedikts Wirken verbinden sich hohe theologische und philosophische Bildung mit einfacher Sprache und mit Menschenfreundlichkeit. Deswegen fanden viele Menschen, nicht nur Katholiken, in seiner Person und in seinen Schriften und Ansprachen Orientierung und Ermutigung zum Glauben. Papst Benedikt begriff den kritischen und konstruktiven Dialog zwischen Vernunft und Glauben als eine zentrale intellektuelle Aufgabe der Gegenwart, und er selber hat unermüdlich dazu beigetragen. Benedikt XVI. War als Papst der ganzen Welt verpflichtet, aber er blieb auch im Herzen immer mit seiner Heimat verbunden. Das konnten wir bei seinen Besuchen in Deutschland spüren, vor allem bei seiner Reise nach Bayern. Unvergessen sind aber auch seine Besuche zum Weltjugendtag in Köln, in Berlin oder im Eichsfeld oder in Freiburg. Eindrücklich ist uns auch seine leidenschaftliche und nachdenkliche Rede vor dem Deutschen Bundestag geblieben. Deus Caritas est, Gott ist die Liebe. Dieser Titel seiner ersten Enzyklika war Papst Benedikts Überzeugung und feste Orientierung. Dafür ist er ein glaubwürdiger Zeuge. In Respekt vor seinem Entschluss wünschen wir ihm einen erfüllten und gesegneten Lebensabend.